Hallo und willkommen zu. Was ist das? Hä? Das ist FIFA 14, genau. Und ja, zum neuen Projekt Ultimate Team. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Projekt als allererstes kommen wird. Aber das ist jetzt auf jeden Fall eine Aufnahme für Ultimate Team. Hier werden wir jetzt. Soll mein Verein sicher machen? Ja. Mache ich das mal eben. Live. Nur exklusiv. Ihr dürft sehen, was meine Sicherheitsfrage und alles ist. Ja. So, und jetzt benennen wir unser Verein. Unseren Verein benennen wir. So. So. Wir nennen den. Erster. Okay, es gibt keinen Punkt. Deswegen nehmen wir den SC, also Sportclub. Iron Town. Boah, ist das nicht nice? Finde ich schon richtig nice. So, SCI ist dann wohl aber die Abkürzung. Kannst du bestätigen, ja. SC Iron Town. Super. Wir nehmen eine funky Iron Town, würde ich sagen. So, da öffnet sich dann Ultimate Team. Choo-choo. Und das ist unser erstes Team. Richtig gut, würde ich sagen. Ach, Audio wäre jetzt eigentlich hier, aber hier wird nicht, habe ich ausgemacht. Hört man nicht. Sehr interessant. Ist das echt jetzt? Boah, Finboxern ist richtig gut. Dann tue ich hier den runter. Der ist nicht mal links. Egal, Finboxern kommt dann erstmal drauf. So machen wir das erstmal kurz. Was haben wir denn hier? Ja, wie wär's, wenn der auch links spielt? Nein. Mann, so war das nicht gewollt. So, jetzt rechter Verteidiger hier. Will ich aber nicht. Mach ich aber mal. Egal, machen wir einfach weiter. Ich glaube, jetzt müssen wir... Nein, kein Testspiel. Benenne deinen Verein, erfülle die erste Manageraufgabe, indem du den Vereinsmitglied änderst. Ja. Okay, einen Moment. CI. Und dann können wir trotzdem. Nee, sehr stark. Machen wir das halt. Okay. So viel dazu, würde ich sagen. So, hier sehen wir jetzt nochmal unsere Mannschaft, die alles andere als richtig gut ist. Shop. Meine Sets, ich habe ja vorbestellt. Deswegen habe ich ja, glaube ich, 4 Goldpacks oder so gehabt. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Momentan kann man nichts kaufen bei Ultimate Team. Oder hier Sets ansehen. Haben wir welche? Okay, okay. Alles ruhig. Ganz ruhig. So. Können wir aber jetzt, so wie es ausschaut, können wir das jetzt nichts. Da können wir jetzt nichts machen. Meine Güte. Naja. Es ist noch nicht so im Transfermarkt oder irgendwo los, das ist interessant. Spielen. Würde ich sagen, fangen wir jetzt so lange. Ich hier nichts online kaufen kann und so weiter und so fort. Mit der Einzelspielersaison hier an. Ja, wir machen einfach das hier. SC Iron Town gegen die hier. Und da werden wir dann jetzt Münzen sammeln, fleißig Packs öffnen und aufsteigen. Aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Spielen so. Warum auch nicht? Ja. Ich habe hässliche Trikots, aber das sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, spielen wir so. Alles cool. Alles cool. Erstes Spiel. Ach, ich bin der Torwart. Den halte ich. Den halte ich, ey. Oh, habe ich sicher. Da habe ich doch gesagt, dass ich den sicher habe, oder? Habe ich gesagt, habe ich gesagt. Nochmal. Ist ja auch unfair, wie das man sieht, wo der hinschießt. Oh, der hat richtig verkackt.
Da kriege ich nicht mal Punkte. Ist das gemein? Komm, einmal mache ich das noch. Ah, stark. Richtig gut. So, los geht's. Finna Boxan. Also der war Finn Boxan oder so heißt er, glaube ich. Der war auf jeden Fall richtig gut bei FIFA 13. Hat mir sehr gut gefallen und jetzt kommt Fofo. Was ich noch zu FIFA 14 sagen muss, noch habe ich nicht so viel gespielt, dass ich jetzt richtig gut bin, aber langsam wird's. Zudem wird's ab FIFA 14, also jetzt mit diesem Projekt hier, neue Sachen geben. Entweder habt ihr schon welche gesehen oder nicht. Also es wird wieder Beer Pro gemacht. Diesmal kommt auch noch der Karrieremodus dazu. Und dann, was kommt noch? Ah ja, genau, ein Let's Orakel von den Top-Spielen. Und aus der ersten Bundesliga gibt es immer zwei Spiele. Einmal das Top-Spiel und ein Community ausgesuchtes. Das werden wir dann sehen. So, jetzt Finnbox an. Verballt, also kommt nicht an Kopfball. Und das war eine Foultat von Size. E-Size, würde ich jetzt, glaube ich, sagen. Naja. SC Iron Town, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Gewöhnen, so. Ja. Naja, so ist halt Ultimate Team. Am Anfang hat man nicht das beste Team, aber mal gucken. Ich bin auch nicht der beste Ultimate Team Spieler, das muss ich noch dazu sagen. Das ist das erste Mal, dass ich Ultimate Team spiele. Also aktiv. Und das mache ich gleich zum Let's Play. Da könnte ich mich natürlich jetzt auch riesig blamieren, aber werden wir ja sehen. Jetzt Storm auf Finnbox. Ah, der schickt Storm. Und der war im Abseits, sagt der Schiedsrichter. Sehe ich jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Sehe ich jetzt wirklich nicht so, dass da jetzt Abseits war. Na ja, was ich sagen wollte, in den meisten Let's Plays wird auch Handspiel aktiviert sein, also wird wegen Handspiel gepfiffen. Wollte ich mal ein bisschen austesten, wenn es nervt oder so, mache ich es halt wieder aus. Aber sollte schon cool sein. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Also beim Einzelspieler sollte es auf jeden Fall immer so sein. Ob es bei Ultimate Team Einzelspieler auch so ist, weiß ich nicht. Online wird es ja auf jeden Fall nicht so sein. Weil es das ja nicht gibt. Und das ist schon wieder ein Foul. Ach ja, genau, was ich sagen muss. Hier wird ziemlich viel als Foul gepfiffen. Elfmeter werden ziemlich schnell gegeben und so. Das ist das, was mich noch ein bisschen stört. Die Torwerte halten nicht wirklich alles fest. Die lassen eigentlich fast alles abklatschen. Das gefällt mir auch nicht so gut. Ansonsten ist das Spiel einfach richtig geil zu spielen. Ja. Gibt halt immer ein paar negative Punkte. Naja. Wird vielleicht auch noch ein bisschen verändert mit ein paar Patches oder so. Weiß man ja nicht. Und dann Finnbogason vercheckt wieder. Also verliert den Ball. Und ja, jetzt Barazza auf der gegnerischen Seite. Auf Gomez. Nicht Mario Gomez. Boyero, Junge. Was ein cooler Name. So. FIFA 13 wird bei mir jetzt alles abrupt gestoppt. Zumal ich die ganze Zeit Strikes bekommen habe wegen der Musik und das Tor von Boateng ist jetzt ein bisschen verloren gegangen, weil ich eben weitergeredet habe von was anderem. Argentinos. Wahrscheinlich kommt mein Gegner aus Argentinien. Da schlänzt mir den Ball schön am Torwart vorbei. Ins Tor. So, Boateng mit dem 1 zu 0. SC Iron Town führt. Und Fofo. Cooler Name irgendwie. Er läuft. Und jetzt Fofo. Auf Henderson. Der vercheckt den Ball wieder. Finnbox dann auf Isais, der schon gelb hat übrigens. Naja, jetzt Nagyuel auf Triverio. Trivero, ich kann die Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Das war eher abseits, ja. Das war abseits von Finnbox an. Aber wenn ich Finnbox sage, hört sich das an wie so ein japanischer Name. Finnbox. Finnbogason. Ach, Finnbogason heißt er, genau. Son muss man das ja sagen, nicht San. Meine Güte, was ich hier gerade für eine Kacke gemeldet habe. Finnbogason. 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 Ich hab's jetzt gleich drauf. Henderson. Auf Finnbogason. Und dann Storm nach außen gespielt, aber der kommt nicht dran. Isais kann schießen und der Torwart lässt abprallen, aber Finnbogason kommt nicht dran. Ja, das ist jetzt auch neu. Das Dribbling hat sich alles verändert. Und jetzt Finnbogason kommt nicht an den Ball dran.
Weil ich noch zu FIFA 13 sage, wird jetzt alles gestoppt. Ich habe Strikes wegen der Musik bekommen, deswegen konnte ich davon nicht mal mehr was hochladen. Ich habe es immer wieder versucht. Habe immer wieder Strikes bekommen. Naja, jetzt habe ich so schlau gemacht und habe hier die Musik einfach ausgemacht. Da kann ich keine Strikes mehr für bekommen. Danke. Es sei denn, der Jubelchor und die Schüsse sind Copyright geschützt. Naja. So, jetzt Isais. Das ist schön gemacht, aber dann ist die Verteidigung wieder da. Und nicht sehr schön. Die Ballannahmen sind jetzt manchmal auch ziemlich problematisch geworden. Und was ich finde, das ganze Passspiel und so ist jetzt in den Vordergrund gerückt. Solange Bälle kommen wie im echten Leben nicht immer an. So, jetzt zum Beispiel kommt der natürlich an, weil er alleine da ist, wobei der Gegenspieler ein bisschen schnell war und jetzt Sturm. Oh, der kommt dann noch zur Flanke und Finnbox, dann kommt so Finnbogason, kommt da ran. Aber Migliore hält den Ball. Naja, weiter geht's. Nagül soll natürlich keine Chance bekommen, der Gegner. Verliert den Ball gegen Rippert. Der verliert wieder den Ball gegen Trivero. Aber dann holt sich Rippert auch wieder den Ball. Spielt dann auf Fofo, der nicht im Abseits war. Finnbox dann wieder auf Fofo. Der im Laufduell dann den Kürzeren zieht, aber sich den Ball wieder erobert. Und dann einfach mal abzieht und das 2:0 macht. Das meine ich. Die Tore sind ja schon ein bisschen leichter zu schießen. Da musst du nur vor das Tor kommen. Und dann ist der auch schon so gut wie drinne quasi. Also nicht immer. Aber schon oft. So. Und Finnbogason. Wenn Finnbogason holt sich den Ball. Und hier zeigen wir mal Fernschüsse. Wow. Ging zwar schon was drüber, aber war nicht schlecht geschossen von einem Bronzespieler, ist das, glaube ich. Da sehen wir jetzt nochmal die Situation. Schön beim Außenriss. Aber doch schon drüber. Da sehen wir die Fans von der gegnerischen Mannschaft. Argentinos, oder so heißen die vielleicht. Weil die Abkürzung ARG ist. Naja. Die 5-Minuten-Regel wurde auch abgeschafft. Dass man online nach 5 Minuten quittet und das ganze Spiel nicht gewertet wird. Wie bei FIFA 13 der Fall war. Gibt's jetzt auch nicht mehr. Und Fofo, mal gucken, ob ich das nochmal kann. Nee. Am zweiten Versuch zum 3:0. Sieht er ein bisschen, da sehen wir die Schussstatistik. 8 Schüsse von mir, 2 Schüsse vom Gegner. So. Ball wieder im Mittelfeld. Aber jetzt Olmedo ist am Ball. Verliert den Ball von an Henderson. Jetzt Isais auf Sturm. Der spielt raus auf Sergi Juste. Ein Rechtsverteidiger, den ich da aufgestellt habe. Oh, der spielt schön einen Pass auf Finnbogason. Aber der verliert irgendwie den Ball, aber kämpft dann immer weiter. Das ist doch schon ziemlich stark gewesen. So, jetzt. Sergio. Nicht am Ball. So. Ach, was die auch hier, glaube ich, neu gemacht haben, ist, dass man jetzt Nummern einfach freigeben kann und der Schuss geht knapp am Tor vorbei. Die Nummern kann man jetzt selber vergeben. Zum Beispiel bei FIFA 13 hatte der Torwart immer die Nummer 2. Jetzt kann man sie 2:1 machen. Naja, da erstmal die Halbzeit. SC Irontown führt 2:0 durch das Tor von Boateng und Fofo. Also läuft es eigentlich gerade ziemlich gut. Da sehen wir jetzt nicht das Tor von Boateng. Hier die Statistik. Kann man sich aus dem Munde vergehen lassen und dann. Das ist auch neu. Man wird jetzt immer dahin gebracht. Hier kann man sich nochmal die Spielinfos angucken. Hier die Spielerleistung und die Spielerbewertungen momentan. Und hier kann man alles ändern. Und ich komm, bring mal für Finnbogason ein und für Fofo. Den Patterson bringe ich. Und ja, dann spielen wir weiter in die zweite Halbzeit. Da wird gewechselt auf der gegnerischen Seite. Olmedo für geht raus für Serrano. Bei uns wissen wir ja, wie es passiert ist. Wir haben es ja gerade selbst gemacht. 2 neue Stürmer bei uns, die vielleicht auch Tore machen. So. Da ist ja Patterson fast am Ball gekommen. Jetzt Rodriguez auf Naguel. Rodriguez am Ball. Ja, Sturm fängt den Ball ab, aber das ist ein Bein von
Rodriguez, glaube ich, drin. Jetzt Palermo verliert dann den Ball gegen Isais, aber bleibt immer noch im Ballbesitz. Ah, Isais kommt da nicht an den Ball. Barrezza verliert dann den Ball gegen Boateng, der dann geschickt zum Einwurf einfädelt, aber das war ein schlechter Einwurf. Und dann holt sich Henderson den Ball, spielt auf Luis Neto, der auf Isais. Schöner Pass auf Pettersen, der raus auf Sturm, da verschätzt sich der Verteidiger. Und Pettersen, der, ich meine Sturm, der ist schnell. Und dann gibt's Ecke. Ich habe übrigens noch nie ein Tor nach Ecke gemacht. Und, ja, Kopfball, aber nicht gerade gefährlich. Miglior hat ja auf jeden Fall den Ball. Ich kann den Namen alle nicht aussprechen, ich kenne die Spieler nämlich nicht mehr. Aus Argentinien und sowas. So. Da Boateng jetzt am Ball. Schöner Ball auf Pettersen. Der kann schießen. Und macht das 3:0. Schmeißt sich auch hin. Bricht sich die Schulter. Und freut sich. Ja, also hier läuft es ziemlich gut eigentlich. Weil ich im Karrieremodus jetzt nicht immer hatte. Ist ja auch noch der Anfang von der Saison, würde ich sagen. Also, die unterste Liga wird auf jeden Fall, denke ich, schwerer. Und Isais auf Jorge oder George. Ich weiß nicht. George Orti nenne ich ihn jetzt. Ich nenne ihn George. Ich mag den Namen George. Der schießt einfach mal. Oh, und der wird sogar noch gefährlich. Aus dem Stand. Nicht schlechter Schuss. So. Dann spielen wir einen kurzen Eckball. Boateng bringt die Flanke. Und Luis kommt nicht, gewinnt nicht das Kopfballduell. Und jetzt der Gegner. Gestört, aber immer noch im Ballbesitz. Und ja, die ganzen nachrückenden Spieler, da hat er natürlich zu lange gebraucht. Das muss schneller gehen jetzt Pettersen, der auch schon das Tor gemacht hat gerade eben. Das Ganze, die ganzen Animationen für Stoppen und alles wurde auch neu gemacht. Gefällt mir alles richtig gut. Ja. Rivero. Da, das meine ich. Das gibt einen Elfmeter, was bei FIFA 13, glaube ich, kein Elfmeter gewesen wäre. Meistens gibt es dann auch noch ziemlich unberechtigt Rot, aber das gucken wir uns jetzt nochmal an. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ja, doch, okay. Da kannst du schon Elfmeter geben, aber naja. Ist das nicht auch neu? Nee, das ist nicht neu. Das ging nur in der Demo. Und der Eckball, ich meine, der Elfmeter ist drin. Gomez macht ihn sicher rein. Und ja, falsche Ecke, würde ich mal sagen, ne? So, jetzt. Anstoß, Pettersen, alle. Dann passt jetzt Pettersen. Denke ich, war das. Aber der Pass kommt nicht an. Jetzt Boyero auf Gomez, der Torschütze. Und dann holt sich Luis Neto den Ball. Und spielt dann einen Ball auf Pettersen auf die andere Seite. Der stoppt aber. Spielt raus auf Sturm. Und der zieht einfach mal ab. Wurde aber nicht gefährlich, der Ball. Und da findet er fast noch den Weg irgendwie da rein. So. Pettersen. George. Freri. Auf Boyer Road. So. Und der Pass in den Lauf, der versucht worden ist, wurde abgefangen. Jetzt Gomez am Ball. Ja, aber der Pass kommt da nicht an. Und jetzt Isais. Ein Pass auf George. Oh, da verzettelt er sich und verliert den Ball gegen Freri. Pettersen, auch mit dem Fehlpass. Rodriguez. Auf Serrano. Ja, der spielt auf Boyero. Der könnte jetzt einen langen Pass spielen, hätte ich gesagt, aber den spielt er nicht. Deswegen fängt meine Verteidigung dann den Ball ab. Jetzt Lopa mit der Nummer 1. Spielt dann den Ball nach vorne auf Pettersen. Pettersen auf George. Der schickt Pettersen, aber Pettersen kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. So, jetzt Barrison am Ball. Der dann den Ball chippt und ja, schön gespielt. Jetzt mit dem Kopf auf Boyerod, aber der verliert dann den Ball. Jetzt Boateng, der zum 1-0 getroffen hat. Okay, dann nochmal hinten rum. Luis Neto auf Sergi Juste. Und jetzt Sturm. Ah, der den Ball direkt verliert. Aber der Rechtsverteidiger holt sich dann den Ball.
Und ja, Sturm kämpft dann ein bisschen und Patterson verliert den Ball. Frary. Da verliert er jetzt auch den Ball auf Patterson. Und da sieht dann hier George starten. George spielt jetzt nochmal rein auf Sturm. Und der schmeißt sich da ganz in den Ball. Aber mehr wurde es dann auch nicht. Und jetzt mit dem Kopf schön auf George gespielt. Der zieht einfach mal ab. Und den hat Miglior richtig, wollte ich sagen. Den hat er sicher. So. Luis Neto kommt nicht an den Ball. Patterson. Serrano fängt den Ball ab. Johnny. Und Henderson wird geschickt, aber gefährlich wird es nicht. Miglior hat dann den Ball und spielt den lang. Trevero verliert ihn dann. Also gewinnt nicht das Kopfballduell und jetzt Patterson. Der zieht einfach mal ab. Aber der geht doch am Tor vorbei. Und dann wird gewechselt auf der Seite der Argentinier. Barrera kommt rein für Trivero. Trivero. Und jetzt Abstoß für die Argentinier. Noch 3 Minuten sind zu spielen. Der wird lang gespielt. Luis Neto, dann wieder der Kopfballsieger, wie so oft in dem Spiel. Patterson auf Sturm. Wieder Patterson. Der schickt dann jetzt Sturm. Das war sehr schön gespielt, aber ein bisschen lang. Ja. Mit dem 3-1 kann man sich sowas ja erlauben. Man führt in der 90. Minute. Was will man mehr? Dann der weite Abstoß. 1 Minute Nachspielzeit gibt es. Und Johnny, also Goni, gewinnt dann auch ein Kopfballduell. George mit einem schlechten Pass auf Patterson, der nicht am Ball kommt. Und dann nutzt sich Isaias den Ball irgendwie wieder. Sturm auf Patterson, der einen schlechten Pass dann weiterspielt. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Wir gewinnen mit 3:1 gegen Argentinos Juniors oder Juniors. Ich weiß, habe ich das vermutet. Da sehen wir jetzt das Tor von Boateng, wie er ihn dann am Tor vorbei, vor Torwart vorbei schlängelt. Hier die Spielerbewertungen. Henderson mit 8,0 Spieler des Tages geworden. Auf der gegnerischen Seite keine sehr guten Bewertungen. Naja. Da sehen wir die Münzen, die wir bekommen. Sehr schön. Es geht weiter. 3 Punkte bis zum Aufstieg brauchen wir noch mal 6. Und um den Titel zu holen, auch noch mal 3 weitere Punkte. Also 9 Punkte insgesamt brauchen wir noch. So, 2 Aufgaben erledigt. Whatever. Das nächste Spiel wird gegen Sport, also SP Carleroy sein. Carleroy? Schweide nicht. Ist der Shop jetzt offen? Es sieht so aus. Nee, ist er nicht. Aha, Transfermarkt ist auch noch gar nichts los. Scheint noch nicht alles fertig zu sein hier. Naja, das sollte uns auch noch nicht interessieren. Wir haben jetzt unser erstes Spiel gespielt. Sammelt schon mal fleißig Münzen. Ja, sind ziemlich viel wert. Ja, hier können wir noch ein Turnier spielen, sehe ich gerade. Aber das haben wir erstmal nicht nötig. Hier können wir auch noch genauso wie Online-Turniere. Dann gucke ich mal kurz eben vorbei, ob man das immer spielen kann. Aha, okay, ja, kann man immer spielen so. Das wird dann alles noch gespielt. Aber wann, werden wir sehen. Gegen Freunde werde ich wahrscheinlich auch spielen. Aber das werden wir noch alles sehen. Ich sage dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.